Hallo und herzlich willkommen zum LS19 hier auf der MPG Schwarzpumpe mit mir und den Lutz. Hallo. So, der Matze ist heute leider nicht dabei, weil er arbeitstechnisch heute keine Zeit hatte zum Aufnehmen. Deswegen nehmen wir mal eine Folge ohne ihn auf. Aber das kriegen die Lutz und ich auch alleine hin. Wenn ihr dann den Rückwärts Vorwärtsgang eingibt. Nein. Jetzt. Ja, wie ihr seht, sind wir natürlich immer noch am Grubbern, da wo wir letztes Mal aufgehört haben. Aber was Mut hat, Mut, ne? Geht nicht anders, ne? Wo sind die Regeln? Tja. Von alleine macht sie es leider nicht. Ja, ich tippe mal da drauf, dadurch, dass wir jetzt nur zu zweit sind, werden wir wahrscheinlich die nächste Folge wohl auch noch hier brauchen, bis wir es fertig haben. Ich denke, man muss noch mal drauf, nicht? Und Oder habe ich jetzt gerade noch einen guten Dünger auf jeden Fall, ja, und Kalk weiß ich jetzt gerade gar nicht. Muss dann nachher nochmal in die andere Folge nochmal reingucken, warum wir jetzt so wenig Knaster haben. Weil eigentlich hatten wir letztes Mal noch irgendwas mit 2000 gemacht. Hatte ich da irgendwelche Sachen noch gekauft hinterher? kann ich auch nicht sagen. Ich weiß es selber gerade auch nicht. Die Gruber sind gemietet, oder? Ja, die werden wohl schon gekauft sein, aber die kosten ja nicht so viel. Dünger geholt. Ah ja, genau, Dünger und Kalk hatten wir geholt, ja. Oh, Entschuldigung, Leute. Bin heute ein bisschen müde. Müde. Ah, ich wollte morgen schon wieder um 5 Uhr wach. Gerade auf dem Weg zur Arbeit gewesen. Und da habe ich mich noch von links auf nach rechts gedreht. Um 6 habe ich dann gesagt, von mir jetzt stehst du auf, ey. Da habe ich gerade einen Kaffee angeschmissen. Auf Arbeit. Na ja, in der Früh, das zieht sich dann immer so, aber dann so nach der Pause. Geht's ratzfatz. Ah, wenn du erstmal richtig munter wirst, dann läuft dich dann. Ja. So, ne? So, so ist das. Ja. Ich hatte ja die Tage geguckt, da habe ich ja ein neues Abo auf dem Kanal gekriegt und der hat ja auch gleich einen Kommentar geschrieben. Ich weiß gar nicht, was hat er da nochmal geschrieben, weil dann muss ich nochmal nachgucken, bevor ich das falsch erzähle. YouTube. Hast neues Abo bekommen? Ja, der hat dann auch noch was Nettes geschrieben gehabt. Warte mal. Gucken. Da. Genau. Sehr interessant hier, wie viel Leidenschaft ihr reinsteckt. Der hat wohl gemerkt, dass wir dir sehr viel Liebe reinstecken in das Projekt. Auch mal nett. Kann man auch Ja. Danke sagen. Darum hat dies jetzt auch gerade erwähnt, ne?
Dankeschön. Ich habe aber auch vorgestern noch hier mit dem TS. Oh, leider haben wir zu spät geschaltet. Ja, nur passiert halt, ne? Ich meine, man kann nicht immer überall sein. Ne? Nee. Tja, war dann zu spät. Nee. Wenn es wichtig war, kommt er wieder. Ja. Mit den Grobmannschaften wenigstens ein paar mehr. Ja. Ja. Sind, glaube ich, wenn ich recht, mich rechne, glaube ich, 10 Meter breit oder so, oder 8, 10, ich weiß es gerade gar nicht. Ein guter Ersatz zum großen Fortschritt, Grober. Ja, der hat ja leider Gottes, wohl haben wir Robert Gulliard nicht so gut funktioniert, weil irgendwie haben sich die Collies beim Hochheben nicht mit hochgehoben. Da wärst du hier wahrscheinlich, keine Ahnung, eine Folge gewesen, hättest du mit zwei Leuten und dann hättest du das Feld schon fertig gehabt. Das Ding hat ja ordentlich gearbeitet, ich glaube 20 Meter oder 24 Meter, ich weiß gar nicht. Das Ding hat ordentlich Arbeitsbreite. Also was er wahrscheinlich K700 brauchen, ne? Nur nicht unbedingt, Breite hat ja nicht unbedingt was mit der Motorleistung zu tun. Auch welche haben, die breit sind und trotzdem gut gezogen werden. Du hast ja in dem Sinne, tust du ja nicht tief und tief lockern, du tust ja nur die Oberfläche bearbeiten. Auch ja. Sag mal so, wenn das hier jetzt ein Flug sein würde, dann bräuchtest du wahrscheinlich schon quasi, ja, aber. Wir tun ja hier nur schälen. So. Ja, wir durchkämmen die Wüste. So. Die Sojabohnenwüste. Ah, wer kennt das Zitat noch? Durchkämmt die Wüste. Aus welchem Film ist das? Wir gucken, ob die Leute jetzt den Film noch kennen, ey. Schon ein bisschen was älter. Noch vor unserer Zeit? Nee. Gerade überlegen, ich glaube, von wem war der? Ich glaube, von Mel Brooks, ich glaube wohl, ne? Was Filme anbelangt, bin ich nicht so bewandert. Aber du kennst doch bestimmt Lord Helmchen und seine Arschlöcher. Wem? Lord Helmchen und seine Arschlöcher. Vielleicht mal gehört, aber auch nicht gesehen. Ist ja die andere Szene auf seinem Schiff, so von mir, wo er sagt, von wegen, bin ich hier nur von Arschlöchern umgeben? Sir, ja, Sir! Das, was du mal abspielst, ha? Nee, das ist ein anderer Film. Was du jetzt meinst, ist Full Metal Jacket. Ah. Was ich meine, ist eigentlich eine Star Wars Verarschung. Ja gut, bei Star Wars, da bin ich nicht raus. Aber meinen Neffen kannst du doch fragen. Der mir geholfen hat beim Lenkrad. Aber so ein kleines Fitzelchen muss natürlich noch stehen bleiben. Ja, klar. War ja nicht langweilig werden. Dann hätte man das zu. Und hier weiter. Was, Herr Lutz, soll ja nicht langweilig werden? Nee. Tauben macht euch weg. Das sind keine Tauben, das sind Krähen.
So nah konnte ich dir leider noch nicht beobachten. Jedes Mal, wenn ich da ein bisschen näher ran bin. Na, du siehst ja schon an der Farbe. Hast du schon mal schwarze Tauben gesehen? Ja, es gibt auch schwarze Tauben. Ja, aber selten halt. Die sind halt nicht mehr gräulich eigentlich. Nein. Ich finde das immer so geil, wenn ich auf dem Leipziger Bahnhof bin, so von wegen, dann läuft ja so eine blöde Taube vor dir, Alter. Die sind immer schon fett, ey. Das glaubst du gar nicht. Ey. Die können nicht mehr fliegen. Dann rennen sie vor dir weg, ey. Ja, es gibt ja auch Tauben, die nicht mehr fliegen können. Das sind diese. Ja, aber die konnten nicht mehr fliegen, weil sie zu fett waren. Glaub mir das. Die waren ja, die hättest du schon das halbe Hähnchen verkaufen können. Wie heißen die? Sind auch so große, kräftige. Ach, aber am Bahnhof sind die halt so fett, weißt du, weil sie ja überall was finden. Wenn nämlich die Kinder da mal ihre halben Brötchen da fallen lassen oder so, oder. Ja, das ist ja gefundenes Fressen für die. Ja, wollte gerade sagen. Straße, genau. Ich glaube, das sind die Straße. Nicht mehr fliegen können. Keine Ahnung, ich bin kein Taubenzüchter. Aber mein Papa hat Krebs. So, ich bin auf meiner Seite fertig, dann komme ich mal zu dir rüber. Da war ja keine Zeit dafür. Ja, das ist klar. Komm da rüber. Lutz, wie fährst du denn? Warum fährst du nicht die Langbahn? Ja doch, ich mache hier bloß ab. Was soll ich sagen? Diese Beule zu. Tja. Aber wie ich das sehe, haben wir doch schon was geschafft. Wir können. Ja, wird sich wahrscheinlich knapp nicht ausgehen, dass wir diese Folge fertig werden. Ich überlege gerade schon, ob wir dann die Minuten noch mit dranhängen, dass wir das zumindest auch in dieser Folge fertig kriegen mit dem Grubbern. Mhm. Also das ist ja, eigentlich ist es ja nicht mehr viel. Ja, eigentlich nicht, ne? Das ist so ein kleines. Wenn wir da jetzt nachher noch, aber nicht ein, zwei Minuten dranhängen, dann passt das schon von der Folge, ja. Da vorne noch das bisschen und da noch. Ja, vor allen Dingen, wenn du jetzt, ja, wenn wir jetzt hier fahren, da sind die längsten Bahnen ja schon weg, sind, werden die Bahnen ja sowieso mal kürzer. Ja. Deswegen wollte ich das so fahren. Das kriegen wir in dieser Folge noch hin. Sah am Anfang ein bisschen mehr aus als das war. Ja, mit den Gruppen hier, mit den Großen geht das schon. Okay, du fährst so, dann kann ich ja hier so wieder drehen. Jo. Warte mal kurz, dass du gleich in mich reinfährst. Ich hätte hier sonst abge. Nee, du kannst gleich gerade durchziehen, du musst mich nur vorbeilassen.
Normalerweise würde man wahrscheinlich so ein Stück wahrscheinlich auch gar nicht mehr zu zweit machen, da würde wahrscheinlich nur einer alleine normalerweise machen. Ja. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man sich in die Quere kommt, ist ja doch sehr, sehr hoch. Im Real schon, ja. Der meistens der andere dann noch. Der nächste. Sache zum Bearbeiten. So, dann mach ich so, ich wollte gerade sagen, fahr du noch mal hoch, dann haben wir es nämlich fertig, dann bringen wir die Sachen nämlich schon mal zum Hof zurück. Was meinst du hier? Kannst du hier oben das Stück wegkehren? Ich glaube, da hinten war der Hof. Sauber machen tun wir in der nächsten Folge. Du weißt, wo sie hinkommen? Ja, da hinten, hier beim Schnellsilierer, ne? Jo. Da, wo eigentlich die Dinger Geschichte eigentlich nicht hingehört, aber gut. Stellen wir sie hier an dem Hang erstmal hin. Ach, das sind ja noch die kleinen Flügel. Die kleinen Gruber. So. Ja. Da wir so noch sauber machen müssen, stelle ich meinen Traktor erstmal hier ab. So, liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Lasst die Kommentare glühen und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.